Die Pressekonferenzen der E3 2019 sind vorbei und einige der Spiele-Highlights präsentiere ich euch in einzelnen Videos auf diesem Kanal. Auf jeder E3 gibt es immer wieder bestimmte Spiele, die sehr hervorstechen. 12 Minutes ist ein solcher Titel, der als interaktiver Thriller beschrieben wird. Das neue Spiel von Annapurna Interactive hat, wie der Name schon verrät, einen Loop von 12 Minuten und erzählt dabei die Geschichte eines Mannes, der etwas Schreckliches über seine Frau erfährt. Der Entwickler Luis Antonio veröffentlicht 12 Minutes für PC und Xbox im Jahr 2020. Der Indie-Publisher Annapurna Interactive zeichnet sich bislang für What Remains of Edith Finch, den Rätselhit Gorgoa, aber auch Donut Country und Outer Wilds verantwortlich. 12 Minutes wird ebenfalls von Annapurna Interactive vertrieben. Luis Antonio war für The Witness mitverantwortlich und hat bereits bei Rockstar und Ubisoft gearbeitet. In 12 Minutes werden Spielerinnen die Rolle des Ehemanns übernehmen. Eigentlich sollte es ein romantischer Abend mit seiner Frau werden. Doch leider kommen die Dinge anders, als ihr denkt. Plötzlich überrascht ein Polizist die beiden, beschuldigt die Frau des Mordes und bringt den Mann um. Statt einem Abspann seid ihr plötzlich wieder am Anfang der namensgebenden 12 Minuten. Und ihr müsst euer Wissen über das, was kommen wird, nutzen, um aus der Zeitschleife zu entkommen. Und nun gibt es den Announcement-Trailer von der Microsoft-Pressekonferenz. World Premiere. A surprise for you. Okay. You want to guess what it is? This is an outfit for a newborn. You bought it this morning. You wanted to surprise me. I'm sorry. You're pregnant. You know? I know because you already gave it to me. This has happened before. What are you talking about? What's going on? Someone is coming. He's going to hurt us. He says you killed your father. I need to know what happened. Why are you doing this? My father died. Died of a heart attack? No, I didn't have anything to do with... Any second now, he's going to knock on that door. Help me. This isn't happening. This can't be happening. Police, open up. That's him. Did you call the police? We have a warrant. Please open the door. I didn't do anything! We're here to help. Don't listen to him. I'm your only chance. Open the door, right now! You know me. I love you. You have to believe me. Stop! No! You're under arrest. No. Hey! You're home. What are you doing? Are you okay? Ha ha ha.